Willkommen, Bürger Graham. Wohin möchten Sie? Bring mich zum Recycling Center Home Crescent. Reisefreigabe akzeptiert. Sind Sie sicher, dass ich Sie zur Industrieebene transportieren soll? Ja, ganz sicher. Mich hat noch nie jemand gebeten, dort raufgebracht zu werden. Seien Sie vorsichtig, Bürger Graham. Das Recycling Center befand sich hoch oben auf der Industrieebene der Stadt. Hier war es dreckig, laut und es stank. Wenn ich mit dem Tracker recht hatte, würde ich Lead hier irgendwo finden. Aber was machten er und Graham an so einem Ort? Einiges von dem Müll trug das Logo von Asio City. Ah! Was? Wer bist du? Wow! Hallo? Was? Bist du vom Sicherheitsdienst? Nein, ich suche einen Typen namens Lead. Den hast du gerade gefunden. Ich bin Lead. Der Technikfreak. Was kann ich für dich tun? Es geht um einen Freund von mir, Graham. Du kennst ihn, glaube ich. Ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ich muss wissen, was er hier gemacht hat. Kumpel, ich kann mir kaum meinen eigenen Namen merken. Geschweige denn jeden Tom, Dick oder Graham, der hier vorbeikommt. Ich muss nachsehen. Klar. Aber, oh, mein Kopf! Was ist? Geht es dir gut? Kopfschmerzen. Ich brauche meine Medizin. Deine Medizin? Ja, der medizinische Schwarzgebrannte drüben im anderen Gebäude. Nimm die, mach sie randvoll und bring sie mir dann wieder. Siehst du dann nach? Ja, du kannst mir vertrauen, Kumpel. Ein unausgesprochener Handel war geschlossen. Lead wollte Schnaps, ich wollte Infos. Ein aus Knete modelliertes Einhorn. Ich würde das nicht anfassen. Ich würde das nicht anfassen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Es war ein Gummifisch. Hey! Bleib weg von meinem Büro, Mann! Der geheimnisvolle Lead. Er stank nach Alkohol. Hey Lead, schon was über Graham gefunden? Noch nichts. Beeil dich mit dem Schnall!
der Medizin. Ich pfeife auf dem letzten Loch. Das sah wie das Steuerpanel für das Fließband und die Presse aus. Eine Presse, die echt fies aussah. Die Antriebszahnräder lagen tatsächlich frei. Nun, das hatte Sand ins Getriebe geworfen. Oder genauer gesagt, ein Brecheisen. Ich mochte mein Fleisch am Stück. Dann hätte ich aber nichts zum Transport des Schwarzgebrannten. Das Fließband sprang an, klackte und kam dann abrupt zum Stehen. Jetzt bist du dran! Gebiet. Du solltest nicht hier sein. Offenbar bewachte der Schock-Droide den ganzen Vorgang. Um an Leeds Schnaps zu kommen, musste ich den Droiden irgendwie deaktivieren. Fliehe wie ein geprügelter Hund. 5, 4. Ich werde nicht weichen. Ein aggressiver Sicherheitsdroide mit einem fiesen Elektroschocker. Ich kapituliere nicht! Das sah wie das Steuerpanel für das Fließband und die Presse aus. Nun, das hatte Sand ins Getriebe geworfen. Oder genauer gesagt, ein Brecheisen. Ein rostiger alter Spind. Thank you.
Roboter hing in der Presse fest. Der Mechanismus war hinüber. Wie geht's dem Kopf? Das ist nur ein Kratzer! Psst! Das ist deine Schuld! Das kriegst du zurück! Du steckst in einer Industriepresse fest. Ich bin unbesiegbar! Nein, du bist defekt. Der Droide bewies großen Kampfgeist. Doch er war geschlagen. Den Droiden war ich los. Das ist nur ein Kratzer! Du! Mensch! Das merke ich mir! Es war mein Brecheisen. Es war kochend heiß und roch nach verbranntem Plastik. Ein heißer Ofen erhellte den Raum. Er wurde von Rohren gespeist, die zum Dach führten. Das Gas, das durch die Rohre geflossen war, trieb eindeutig den Ofen an. I, Human. Es war eine Art Sicherungskasten oder Schaltbrett. Die Kiste war korrodiert und ging nicht auf. Es war ein Hochleistungskippschalter. Offenbar versorgte das Gasrohr den Ofen unten. Es war mit Warnungen bedeckt. Hochexplosiv. Es wurde durch ein rostiges Ventil gesteuert. Das Rad war schon lange kaputt. So konnte ich das Ventil nicht zudrehen.
Das Ventil steuerte den Gasfluss zum Ofen unten. Das Schild war ein Anker an einem dünnen Kabel. Es hatte schon bessere Zeiten gesehen. Das Ankerschild war mit einem Kabel an den Stützbalken gebunden. Ich schob das Brecheisen unter das Kabel, wusste jedoch nicht, was ich damit bezweckte. Aus dem Schornstein quoll dicker Rauch. Die Hauptzutat für Leeds Schwarzgebrannten schien Spankles zu sein. Es war ein rostiger Zapfhahn für den Schwarzgebrannten. Ich füllte die Flasche bis zum Rand. Hoffentlich würde das Lied dazu bringen, mir zu helfen. Die Flammen im Ofen waren gewaltig.
Es war ein Hochleistungskippschalter. Das Schild der Anker Insurance Company war baufällig. Der Anker wirkte gefährlich locker. Tag auch, Lied. Oh, sorry. War gerade im Land der Träume. Kommst du mit dem Schnaps voran? Du hast Glück. Ich hab ihn schon hier. Ich wusste, der alte Sicherheitsdruide reißt nicht viel. Der wird dich nicht mehr nerven. Guter Mann. Jetzt her mit der Flasche. Also, was willst du wissen? Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten über deinen Freund Graham Grundy. Ja? Was denn? Also, er ist tot. Tot? Ach, verdammt. Eine Schande. Er war ein wirklich netter Kerl. Scheint so. Also, ich habe mir seine ID geborgt. Echt? Und funktioniert das für dich? Geht so. Es gibt technische Probleme. Dann bist du hier goldrichtig. Was ist mit diesem Sicherheitsdruiden? Die blöde Rostlaube wollte mich nicht an den Schnaps lassen. Gibt's noch mehr von denen? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann jetzt feiern. Hab einen guten Schnapsvorrat am Start. Die kleinen Freuden. Ich habe Probleme mit meinem U-Chip. Kannst du mir helfen? Klar doch. Das ist mein Job. Grahams ID hat eine seltsame Sicherheitswarnung. Kann ich deshalb nicht an seine Nachrichten? Oh. Und jedes Mal, wenn mein U-Chip gescannt wird, fällt der Fehler auf. Ein Mentor vom Wohlergehensministerium ermittelt gerade schon. Bitte wie? Und du bist hierher gekommen? Du weißt, dass die Dinger trackbar sind. Ich. Wir müssen diesen Hinweis sofort loswerden. Das könnte mein gesamtes Geschäft ruinieren. Gut. Was muss ich tun? Schnell! Leg deine Hand auf meine Werkbank. Jetzt! Es war eine Klammer wie die auf Ambers Werkbank. Wahrscheinlich zum Hacken von U-Chips. Warum sitzt die so fest? Damit du nicht entkommst, du Idiot! Wofür ist das Beil? Was glaubst du denn? Ein neuer U-Chip für mein Geschäft und zwei neue Daumen für meine Sammlung. Jetzt halt still und reich mir deine Fingerchen. Ich musste ganz schnell irgendetwas Nützliches in Reichweite finden. Oh, du siehst besorgt aus. Ich zog dem Typen die Flasche über den Kopf. Idiot! Niemand hat jemals Jimmy the Thumbs übers Ohr gehauen. Bis jetzt. Dann bist du gar nicht Lied. Habe ich nie behauptet. Doch hast du. Du Irrer. Jeder braucht ein Hobby. Warum nicht Briefmarken sammeln? Man nennt mich Jimmy the Thumbs, Kumpel. Nicht Jimmy den Philatelisten. Daumen? Darauf bist du scharf? Und U-Chips. Aber hauptsächlich Daumen. Was machst du denn damit? Nur sammeln.
Sie vermitteln mir Anerkennung. Ach ja, ich vergaß. Du bist verrückt. Jetzt sag mir, wo ich Lied finde. Den echten Lied. Er versteckt sich dort, wo es zu heiß für Leute wie dich ist. Man nennt es den Hellfire Club. Spar dir deine Rätsel, Jimmy. Damit wurde Jimmy ohnmächtig. Ich würde den echten Lied wohl alleine finden müssen. Es war ein garstig aussehendes Beil. Von Jimmy würde ich eine Zeit lang nichts mehr erfahren. Er war bewusstlos. War wahrscheinlich besser so. Zeit, den echten Lied zu finden. Es roch seltsam nach Mandeln. Ich erkannte, woraus das Einhorn war. Plastiksprengstoff. Es war ein Gummifisch. Der irre Säufer hatte den Hellfire Club erwähnt. Hinter den Flammen sah man eine Leiter. Das Ventil steuerte den Gasfluss zum Ofen unten.